Hallo, heute gibt es von mir, wie könnte es anders sein, ein Haul. Diesmal ein Sammel-Haul-Video, einfach deswegen, weil ich jetzt in letzter Zeit ziemlich oft einkaufen war. Einen Tag lang war ich in Frankfurt mit einer Freundin unterwegs und wegen der Uni und so ein bisschen was machen. Und wir waren dann natürlich auch shoppen, wie könnte es anders sein. Zwei Mädels in Frankfurt allein, was machen die? Shoppen. Ging gar nicht anders. Da waren wir in verschiedenen Geschäften und dann war ich noch zweimal so im DM. Und ich zeige euch einfach, was ich mir da alles so mitgenommen habe, denn es ist nicht gerade wenig. Und ja, es sind auch ein paar Sachen aus den aktuellen LEs und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Unter anderem waren wir im Lush Store, da habe ich mir jetzt nichts gekauft. Ich habe aber mal geguckt, da gab es noch so ein paar Ostersachen und ja, irgendwie war mir das dann alles doch zu teuer. Aber direkt als wir reinkamen in den Store, wurden wir halt begrüßt und dann hieß es, ja, interessiert euch für irgendwas besonders? Und ich natürlich so gleich, oh, für die Gesichtssachen. Und dann durfte ich, also hat mir die Verkäuferin zwei Cremes aufgetragen, hat halt gefragt, ja, was für eine Haut hast du? Nicht so super sensibel. Dann hat sie gesagt, okay, da gibt es die Celestial oder die Gorgeous. Und die Celestial hatte ich schon mal ausprobiert. Die riecht so ein bisschen nach Vanille, ist ziemlich lecker. Aber die Gorgeous hatte ich noch nicht. Dann habe ich ein Pröbchen bekommen. Habe die auch schon fast leer gemacht. Die riecht sehr lecker nach Kräutern, zieht schnell ein. Ist ganz, ganz toll, so von den Pflegeeigenschaften. Auch als Make-up-Unterlage ziemlich gut geeignet. Ich habe heute ja nur den Lippenstift drauf. Wer mein Douglas-Video gesehen hat, der weiß das, dass ich nur den Lippenstift drauf habe. Aber ja, gefällt mir sehr gut, habe ich auch gut vertragen. Die letzten Tage hatte ich aber eine andere Creme drauf wegen dem schönen Wetter und da habe ich richtig gemerkt, dass so die Haut auch ein bisschen verstopft. Aber ja, die finde ich ziemlich gut, nur leider ist sie mir echt zu teuer. Da kostet das Originalprodukt irgendwie um die 40 Euro und das kann ich mir nicht leisten. Das geht gar nicht, leider. Ja, und wir waren dann in der Zeigalerie, da ist halt der Lush drin. Ich weiß gar nicht, kann sein, dass Frankfurt zwei Lush Stores hat, aber wir waren halt in der Zeigalerie drin und da waren wir auch noch Schuhe kaufen. Und da habe ich mir die beiden hier mitgenommen. Und die sind ziemlich geil, finde ich. Meine Freundin hat die in Beige mitgenommen. Ich habe ja Schuhgröße 40, auch wenn ich nur 1,60 Meter bin, aber ich war mal ein bisschen properer, noch ein bisschen mehr. Und ja, was mich nervt ist, ich bin einmal mit denen gelaufen, da ist das hier hinten schon irgendwie abgeschraubt und so. Sind nicht so gut verarbeitet, für 20 Euro vielleicht auch noch ein bisschen zu viel, also 19,99 Euro haben die gekostet. Es ist ungewohnt, in denen zu laufen, weil ich normalerweise, wenn er nur ein bisschen Absatz habe, ja 19,99, ich weiß leider jetzt gar nicht, wie der Store heißt. Irgendwo habe ich noch den Zettel. Ah genau, New Look GmbH. Bei der Teilgalerie, da gab es die. Finde ich eigentlich ganz schön, die Schuhe. Die haben auch immer so, ja, wirklich Plastikschuhe für 5 Euro, wenn die runtergesetzt sind. Aber ja, ne, also wenn ihr nicht so viel Geld habt und sagt, ich will mal was anderes ausprobieren, dann kann man das wenigstens dort mal machen. Mir haben die halt gut gefallen, deswegen habe ich sie mitgenommen. Und ja, die kamen schon ganz gut an. So ist es nicht. Sind schon heiß, die Dinger. Und ja, es ist nur halt schwierig, da drin zu laufen auf Dauer. Also ich habe mir direkt eine Blase gelaufen am Anfang. Yay, wie so oft. Dann waren wir im DM und da habe ich mitgenommen einmal aus der Neo Geisha LE hier für 1,45 Euro. Da habe ich mich geärgert, weil später habe ich in einem anderen DM die für 1 Euro gesehen. So ein Lippenpinsel. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich für meine Lippen, für Make-up benutzen werde oder so zum Malen. Ich fand den einfach nur ganz cool, so von der Optik her. Den habe ich einmal mitgenommen, dann auch runtergesetzt, war aus der Neo Geisha Limited Edition die Lidschatten. Da habe ich einmal die 1003 Dance in Gion und einmal die 1004 Planet Tokyo. Und Gion, Dance in Gion ist so ein, ja, etwas scheinender lilaner Lidschatten. Sieht man jetzt nicht so wirklich gut, aber ist ein schöner, schöner lila Ton, finde ich. Und der Tokyo Planet, nee, Planet Tokyo so, ist ein mattes Grün. Den finde ich sehr, sehr schön. Der gefällt mir auch einen Ticken besser. Aber kann man sicherlich auch, wenn man sich traut, miteinander kombinieren.
Mal schauen. Also auf jeden Fall haben mir die gut gefallen, deswegen musste ich sie mitnehmen. Und ich habe jetzt irgendwie... das ist ein Tuch. Fand ich auf jeden Fall nochmal einen zweiten Blick wert. Am Anfang habe ich die nicht mitnehmen wollen. Dachte mir so, oh, du hast schon so viel. Habe ich auch. Aber ich habe es dann trotzdem mitgenommen, weil ich die ganz schön fand vom Ton her. Auch mitgenommen habe ich mir von Balea Young hier, diesen hier. Es ist ein Lippenpflegestift, Sweet Wonderland ist das. Und da sind 4,8 Gramm drin. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was er gekostet hat. Er ist in so einer braunen Verpackung und ist auch braun. Sieht so ein bisschen merkwürdig aus. Aber der riecht super, super künstlich nach Kakao. Und irgendwie fand ich den Geruch geil. Muss ich sagen, also 85 Cent haben die gekostet. Genau, 85 Cent kosten die. Und den musste ich halt mitnehmen. Ja, und mir gefällt der Duft, obwohl er so künstlich ist, sehr gut, weil er mich an mein altes Kinderspielzeug erinnert. Es gab früher so Cupcake-Puppen und die Schokolade-Cupcake-Tante da, die hat nach dem hier gerochen. Deswegen gefällt er mir auch sehr gut. Die Pflegeeigenschaft ist so lala, hält nicht wirklich lange an. Auch mitgenommen habe ich mir im DM diese beiden Boxen hier. Die habe ich bei Erdbeerlese, glaube ich heißt sie, mitgenommen. Und genau die beiden Packungen habe ich mir mitgenommen, die sie sich auch geholt hat. Sie hat noch eine dritte, aber die hat mir nicht so gut gefallen. Die beiden haben mir gut gefallen. 1,25 Euro haben die beiden gekostet. Und da ist noch so ein Pröbchen drin, Q10, BB-Cream, wird für meine Haut eh zu dunkel sein. Und da sind halt zwei Binden drin. Also ich meine, man kann das aber auch gut für Bastelsachen benutzen. Mir hat das sehr gut gefallen, deswegen habe ich das mitgenommen. Die beiden, wie gesagt, und die finde ich sehr schön. Auch mitgenommen habe ich mir von Alverde, der Feenzauber, ich glaube, heißt sie, Limited Edition, einmal den gebackenen, ich weiß gar nicht, was es ist. Das ist ein Body and Face Powder, Sternflug heißt der, mit 7 Gramm drin. Ich würde sagen, eigentlich ist es so ein Bronzer-Verschnitt, aber auf der anderen Seite ist der zu stark pigmentiert. Also ihr braucht einen sehr, sehr fluffigen Pinsel, einen sehr, sehr großen Pinsel am besten, der sehr fluffig ist. Dann könnt ihr das wirklich als Bronzer vielleicht noch benutzen, aber er ist sehr glänzend. Ich fand ihn einfach nur wunderschön und muss ihn haben, das ist ja klar, ne? Da sind lila Adern drin und es ist ein richtig krasser Bronzeton, der auch schön glänzt, so metallisch. Ich habe den jetzt bis jetzt als Lidschatten benutzt. Also das ist auf jeden Fall eine Variante, wie man ihn nutzen kann. Ich glaube, gekostet hat er 2,95 Euro. Nee, gekostet hat er 3,95 Euro. Also auch ein bisschen teurer, aber es geht eigentlich. Es ist, kann man eben als Bronzer benutzen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich habe ihn als Lidschatten, als sehr, sehr großen, aber gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich noch einen Lidschatten mitgenommen, die 40 Blüten mir. Die gibt es, so ist auch ein gebackener Lidschatten. Die anderen Farben hatte ich irgendwie alle schon so. Und der ist so ein bisschen, taub-lila, bisschen heller als der bronzefarbene. Ist so ein bisschen rosa, ein bisschen lila, ein bisschen taub. Finde ich sehr, sehr schön. Gekostet hat der 3,45 Euro. Und ja, gebackener Lidschatten. Wie viel drin ist, steht nicht drauf, also unter 5 Gramm. Und das letzte aus der LE, was ich mir mitgenommen habe, ist dieser Lippenstift, die 20 Holundermeer. Das ist so ein dunkel Bordeaux-farbener Lippenstift. Ist eigentlich eine total schöne Farbe, auch auf den Lippen. Ist nicht ganz so dunkel dann auf den Lippen, gefällt mir sehr gut. Und riecht halt typisch Alverde. Was ich nicht so mag, ist diese Verpackung. Hatte ich ja schon ein paar Lippenstifte von Alverde. Und gekostet hat der 2,95 Euro, also ein schöner Preis für einen Lippenstift. Gefällt mir gut. Kann ich auch nur empfehlen. Mir gefallen die immer sehr gut von Alverde. Und auch noch mitgenommen habe ich mal ein etwas teureres Produkt. Und ja, ich habe einen Knacks weg. Aber ich habe die gesehen und fand die so schön und musste ihn einfach haben. Ich hatte vorher eine andere Farbe mir rausgesucht, aber die hat mir nicht gestanden. Von L'Oreal, diese Lippenstifte, die sind schon ein bisschen edler, auch so von der Verpackung her. Ich glaube, die heißen Caress, ja, Caress. Und da habe ich einmal die 301 Dating Coral mitgenommen und dann einen bezahlt für meine Freundin, weil die hatte mir die Kinokarte vorgelegt. Und das war die Farbe, die ich eigentlich haben wollte. Das war Mademoiselle oder sowas. Das war so ein richtig krasser Pinkton. Hat mir überhaupt nicht gestanden, also habe ich mir dann den hier rausgesucht.
Das ist ein wunderschöner Korallton, die sind nicht so super deckend, sondern eher so ein bisschen schier, aber man kann die aufbauen. Und das ist ein ganz, ganz toller Farbton. Die sind so ein bisschen klossig, riechen ein bisschen blumig. Und ja, das ist im Moment der, den ich am häufigsten getragen habe. Auch muss ich, also seitdem ich ihn habe, trage ich ihn eigentlich jeden Tag, wenn ich rausgehe. Und heute habe ich ja den aus der Douglas-Box drauf. Aber das ist mein absoluter Liebling und ich glaube, den werde ich auch runterrubbeln und leer machen in diesem Sommer. Der hat gekostet 9,85 €. Also es lohnt sich, den eher bei einer Aktion von L'Oreal zu kaufen. Ah ja, ich musste natürlich den unbedingt sofort haben. Es ging nicht anders. Typisch ich. Naja. Dann war ich noch an einem anderen Tag im DM, deswegen ich zeige noch die restlichen DM-Sachen und dann das, was ich im Essence Store geholt habe. Und zwar habe ich mir noch einen zweiten Pflegestift geholt von Balea Young. Das ist diese Zuckerschnute-Duft. Habe ich noch gar nicht jetzt ausprobiert. Ich habe nur an der Lotion gerochen, die wäre mir jetzt so für den Körper ein bisschen zu süß vom Duft her. Auch wieder 4,8 Gramm drin. 85 Cent kosten die in einer rosa Verpackung, ist ein bisschen hübscher als der Sweet Wonderland. Aber leider nicht rosa eingefärbt, das finde ich doof. Ja, aber der riecht halt, der riecht eigentlich ganz angenehm. Also ist farbneutral und der riecht so ein bisschen nach Zitrone, ein bisschen nach Baiser, also süßlich nach Zitrone. Finde ich eigentlich eine schöne Duftrichtung. Gefällt mir, also kann man nichts sagen. Zumal meine Pflegestifte, der Dr. Hauschka und der Burt's Bees, fast leer ist. Und da wollte ich halt zwei andere haben. Einmal den jetzt und einmal den jetzt. Mal schauen, ne? Und ja, ich war im Saarland und da habe ich auch im DM mir was geholt. Wie könnte es anders sein? Und zwar war ich wirklich... Ich habe versucht, den noch irgendwie zu kriegen, weil er mir dann so... ja, angeredet worden ist von den ganzen YouTubern. Das ist furchtbar, oder? Ja, ich kenne das. Und zwar von Essence, von der Floral Crunch, den Blush. Da hatte ich ja schon eh viele Sachen mitgenommen von der Floral Crunch. Und den Blush hatte ich erstmal stehen lassen, weil ich gedacht habe, der wäre so, ja, zu krass von der Farbe her. Aber er ist wirklich wunderschön. Ich habe ihn dann im Saarland noch bekommen. Ich war im Essence Store in Frankfurt. Alles ausverkauft. Überall war der ausverkauft. Bei uns hier, so Raum Frankfurt, Offenbach. Habe ich ihn nirgendwo mal gekriegt. Im Saarland noch komplett voll. Der ganze Aufsteller war noch komplett voll. Ich habe mich total weggeschmissen. Vielleicht hätte ich den mitnehmen sollen und hier verkaufen können. Für ein bisschen mehr Geld. Das ist die Farbe 01 B Flowerful. 5 Gramm sind drinne. Gekostet hat der 2,45 €. Also vom Preis her geht er auch. So einen Farbton habe ich auch noch nicht, von daher hat sich das angeboten. Er hat so oberflächlich ein bisschen Glitzer drin, aber der geht relativ schnell weg, wenn ihr ihn aufgetragen habt. Und er ist ganz weich und samtig. Manche hatten ja Probleme irgendwie mit dem Pinsel, dass er dann so gestaubt hat. Aber ich finde, eigentlich ist das ja ein ganz, ganz schöner Farbton für den Frühling. Riecht ein bisschen komisch, aber ja. Habe ich mir halt nochmal mitgenommen und die Plush, ganz ehrlich, auch wenn da drauf steht, hält sich 2 Jahre oder so. Ich würde die auch noch die nächsten 5, 6 Jahre benutzen, weil es dann einfach nur meine Backen und solange ich da keine komischen Reaktionen drauf habe, dürfte das passen. Ja, den habe ich dann doch noch gekriegt. Ist noch nicht aufgetragen, aber ja, bin ja auch jetzt erst wieder zu Hause und kann dann mal. Ich hatte keine Pinsel dabei, weil ich alles nur so Cremezeugs dabei hatte, weil es schneller geht und da muss man nicht so viel mit rumschleppen. Ich bin ja schon auch faul. Und dann habe ich mir noch geholt, weil ich bei Knuffi das gesehen habe, dass Ebelin auch so einen Schwamm rausgebracht hat, wie der Beauty Blender. Und der Beauty Blender kostet ja so um die 15 Euro. War mir immer zu teuer von P2. Das Ei war ja nicht so der Burner. Und sie meinte, der soll irgendwie fast schon besser sein als der Beauty Blender. Und da habe ich gesagt, okay, nehme ich mir mal das Ei mit, gekostet hat der 2,45 Euro. Wenn der auch mal kaputt geht, ist es nicht so tragisch. Ne? Da hat man nicht so viel Geld ausgegeben wie bei dem Beauty Blender. Und der ist so ganz weich, also im Vergleich zu dem P2, den hatte ich in der Hand. Der P2 ist so hartes Gummi wirklich. Und der hat auch ein bisschen Widerstand, ist aber weicher. Kann ich mir also auch vorstellen, dass man damit arbeiten kann. Wie gesagt, noch nicht ausprobiert, habe ich alles erst gekauft und ja. Ist halt ein Schwamm, ne?
wird auch demnächst zum Einsatz kommen. Und bin ich schon gespannt. Aber 2,45 Euro ist natürlich angenehmer Preis als 15, 16 Euro für einen Beauty Blender. Und dann habe ich mir noch mitgenommen. Ich habe bei Erdbeerlisa habe ich gesehen, dass sie sich eine Zahncreme mitgenommen hat. Und zwar diese hier von Don Todent Cherry Mint. Und die kostet, glaube ich, auch 75 Cent sogar nur. Und da sind 125 Milliliter drin. Das ist also enorm viel Zahnpasta. Und ich persönlich mag einfach keine scharfen Zahnpasta. Ich mag das nicht, wenn das so extrem krass nach Minze schmeckt. Ich mag es einfach nicht. Zum Zähneputzen, wenn es dann brennt im Mund und sowas, damit kann ich nichts anfangen. Und ich benutze ja normalerweise vegane Zahnpasta von Lavera und die werde ich auch weiterhin hauptsächlich benutzen. Aber ich fand es mal interessant, die einfach mal auszuprobieren. Cherry Mint. Was ich halt so cool fand, ist, dass die lila ist und Glitzer enthält. Und das musste ich sie haben. Das ist echt total lustig, ja, weil die wirklich so Glitzerpartikel enthält. Und ich musste irgendwie an Irna denken, Irna, diese Hexe, die sich die Zähne putzt und danach lila Zähne hat. Ja, schmeckt sehr angenehm auch beim Zähneputzen. Halt nach ein bisschen künstlicher Kirsche, aber jetzt nicht übertrieben künstlich. Und ganz, ganz leicht nach Minze und ich mag so süße Zahnpasta. Und irgendwie ist das eine, steht auch drauf, Limited Edition. Also, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich fand einfach nur, ja, ich mag so süße Zahnpasta ganz gerne. Hatte auch schon Mango-Zahnpasta und so weiter. Deswegen habe ich gedacht, probiere ich die mal aus und die schmeckt mir relativ gut. Wenn ihr damit die Zähne putzt, der Schaum ist so ein bisschen rosa-lila Farben eingefärbt dann auch noch. Finde ich eine schöne Sache, so ab und zu mal einen anderen Geschmack dann im Mund zu haben. Ja, gefällt mir ganz gut, kann ich nur empfehlen. Da war jetzt auch keine komischen Sulfate drin, deswegen ist es auch eine ganz nette Zahnpasta. Ist natürlich Chlorid drin, wie in den meisten normalen Zahnpasta. Und ja, gefällt mir gut, fand ich super. Und ja, was ich auch noch geholt habe im Essence Store in Frankfurt, da habe ich auch dieses Tütchen hier. Da war ich schon die ganze Zeit auf der Suche danach, sind diese Gel-Tints. Die hat man ja wirklich von allen möglichen High-End-Marken auch schon jetzt gesehen. Und Essence hat auch welche rausgebracht. Ich habe mir zwei mitgenommen. Das ist einmal die 01 Hot Red und die 04 Pink Exposed. Und das sind halt die Farben, die mir wirklich am besten gefallen haben. Ich habe alle ausprobiert. Im DM gibt es die irgendwie nicht bei dem Essence-Aufsteller, sondern nur in diesem Essence-Store. Und Frankfurt hatte einen natürlich, weil es ja auch irgendwie Frankfurter Marke ist. Und da gab es dann noch so einen aprikosefarbenen und ein helleres Rot. Ich habe mir halt jetzt die beiden rausgesucht. Das sind die zwei stärkeren Töne. Und wenn man die jetzt auspackt, sehen die nebeneinander ziemlich gleich aus. Und auch der aprikosefarbene sticht da nicht viel hervor oder sieht anders aus in der Tube. Mir persönlich gefällt das Pink sogar besser. Das Rot ist auch sehr schön. Es sind wie gesagt Tints, die dann die Lippen so ein bisschen einfärben. Man muss aber warten, bis die ein bisschen angetrocknet sind. Dann kann man die auch schichten. Also das Pink hatte ich geschichtet und hatte am nächsten Tag noch wirklich unheimlich viel auf den Lippen. Und es ging auch nicht so einfach wieder runter. Ich zeige euch einfach mal den Applikator. Der ist wirklich sehr angenehm zum Auftragen. Der Geruch ist so ein bisschen fruchtig, aber auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie keine Ahnung, irgend so ein Hustenbonbon oder sowas. Lässt sich ein bisschen schwierig auftragen, ein bisschen fleckig auch. Das erfordert ein wenig Übung. Das ist jetzt der Pinke zum Vergleich. Und er hat einfach eine etwas bessere Farbabgabe, finde ich persönlich. Und ja, wenn man ihn ein bisschen trocknen lässt, dann sieht das sehr schön auf den Lippen aus und ist dann auch kussecht. Haben eine Zeit lang noch so ein bisschen Glanz. Wie gesagt, ist ein Gel. Und nach einer Weile verschwindet es. Was ich auch gern mache, ist so ein bisschen abtupfen, wenn es dann aufgetragen ist. Es zieht sich ein bisschen in die Fältchen, also super trockene Lippen solltet ihr nicht haben. Wie gesagt, man kann es dann auch schichten. Ich würde es dann leicht antrocknen lassen, die erste Schicht, dann die nächste, weil sonst rubbelt man sich das runter. Und ja, es bleibt ziemlich lange auf der Haut, auf den Lippen, je nachdem, wenn ihr
gerade einen Pflegestift drunter hatte, dann bleibt das natürlich nicht so lange drauf hängen. Ölige Speisen nehmen das natürlich auch runter und ja, aber mir gefallen die sehr gut. Gekostet haben die 1,99 jeweils. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich mir vielleicht noch den Aprikosefarbenen mitnehmen soll, weil man die eben schichten kann. Mir das erst später aufgefallen ist, als ich zu Hause war. Und das letzte Produkt, was ich mir vom Essence Store mitgenommen habe, ist das hier. Das ist so ein Dotting Tool. Kostet auch 1,99. Gibt es auch noch in Orange von der Farbe her. Ich mache jetzt vielleicht nicht unbedingt so Nail Design damit, sondern ich habe mir das zum Basteln geholt. Ich weiß, die gibt es auch in so Sets wesentlich günstiger, aber es ist eine sehr kleine, feine Spitze und hier nochmal etwas breiter. Vielleicht muss ich mir noch größere holen. Was mir gut gefallen hat, ist es einfach so kurz und beim Basteln, ich mag lieber kurze Stiele allgemein so, kann ich besser mit arbeiten. Es gibt Leute, die mögen lieber lange Stiele zum Basteln, aber ich mag lieber die und deswegen habe ich mir den mitgenommen. So, als letztes habe ich mir auch wieder was zu Futter mitgenommen vom DM. Das ist einmal hier der Brotaufstrich Kürbis mit 125 Gramm für 1,45 €. Ich dachte, ich probiere mal die kleinen Gläschen auch aus. Und das ist vegan und mal schauen, wie es schmeckt. Ich mag Hokkaido eigentlich ziemlich gerne, also diesen Kürbis. Der hat einen sehr angenehmen Geschmack. Und dann habe ich mir geholt einmal, weil der Tofu mir das letzte Mal auch gut geschmeckt hat, habe ich gedacht, ich probiere auch mal einen anderen davon aus. Von Alnatura, der Mandelnuss-Tofu. Mal schauen, ob man da überhaupt irgendwas merkt. Gekostet hat der 1,65 €. Und da sind drin 200 Gramm. Und ich kam auch mit dem letzten sehr lange auf. Ich habe den als Brotaufstrich genommen, habe den in so Scheiben geschnitten. Und da habe ich echt eine Woche oder länger davon essen können. Und er hält sich dann auch im Kühlschrank. Und ja, den habe ich mir mitgenommen. Und als letztes, als allerletztes, mehr habe ich mir wirklich nicht geholt. Und das ist schon ein ziemlich langes Video, schätze ich mal. Habe ich mir das hier geholt. Das ist neu. Das sind Toastbrötchen. Die hole ich mir eigentlich immer mal von verschiedenen Marken. Ich glaube 95 Cent. Ja, 95 Cent hat das gekostet. Da sind so vier so Brötchen drin. Ich mag so Roggensachen. Ich hoffe, ja, da steht jetzt nur keine Spuren von Milch enthalten. Das ist schon mal nicht wild. Da hole ich mir öfter Sachen, weil in der gleichen Produktion auch Milchbrötchen oder sowas hergestellt werden. Und dann ist natürlich auch irgendwie Spuren von Milch in der Anlage drin. Aber es ist jetzt nicht total viel. Zweimal 130 Gramm irgendwie steht hier drauf. Und ja, das war das letzte. Mal schauen, wie die schmecken. Sowas mag ich eigentlich ganz gern ab und an. Und ja, ich habe mir sehr viel in letzter Zeit geholt. Das war es jetzt auch erstmal für den April. Es sei denn, ich würde die Geometrix noch irgendwo entdecken. Ich weiß nicht, ob die schon draußen ist von Catrice, die Limited Edition. Da würde ich mir gerne noch was holen. Aber ja, das war es dann soweit und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt ein bisschen viel, ein bisschen hektisch vielleicht. Ihr könnt ja mal sagen, was fandet ihr interessant, was habt ihr euch selber vielleicht geholt? Habt ihr die schon entdeckt? Schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr euch so in letzter Zeit gerne geholt habt, was ihr gerne benutzt vom DM. Und ja, das war es dann von mir. Ciao!